Was ist drauf? Diese Kackmaske noch dazu. Ich glaube, ich muss mal dabei nach hier hinten gehen, dass du jetzt unter meine Nase kommst, ne? Warte mal. Ja, warte, warte. Ich probiere nochmal. Warte. Tobi? Tobi? Ja? Tobi? Ey, Tobi? Riech mal. Alter. Das ist einfach so widerlich, das Ding, Alter. Alter. Nein, einfach nein. Einfach nein, ich setz mich jetzt hier hin. Was wollte ich machen? Ich wollte noch irgendwas, irgendwas machen. Hier hin setze ich mich einfach. Ja, warte, ich komme auch gleich. So. Boah, mir ist so warm geworden, komisch. So, Quantum Space Allocator, 100 Kupferkabel, ich mach das nochmal schnell mit dem 85. Ja, okay. 10 Solariumsterne, ach, mit Solariumsterne, die müssen nochmal brennen. Okay. Mit Nero? Nero Burning Rom, Alter. Ja. Kennst du noch? Ja, klar. Mit Nero, sagt er. Oh Gott, wo kam das denn her? So. Ja, ich bin ja voll stolz, wenn man das neueste Nero hatte. Und das eigentlich war es so ein fetter Klumpen an Software, der war so umständlich einfach. Ja. Also der war, ne? Und so voll überladen mit dem, ja, dann mach doch da mal dein DVD-Menü und bla bla bla. Ich will nur eine fucking CD brennen. Oder hier, da gab es doch noch früher das andere. Das war dann einfacher, da konnte man sich auch easier Sachen kopieren, sag ich mal. Das war DVD-Schrink. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Kennst du das nicht? Nee, weiß ich gar nicht mehr. DVD-Schwing? Voll easy, da konntest du auch irgendwie anklicken, das willst du haben von der DVD, hast du das rüberkopiert, der hat voll easy die Dings umgangen, die Kopierschutzmaßnahmen sozusagen. Oh cool. Das war ja voll easy damals. Es gibt's nicht mehr, das Programm, aber es war voll gut damals. Ja, macht heute auch keinen Sinn mehr, glaube ich. Oh, nee. Berliner Jungen, Abimeister und Sharkbite Zero, vielen Dank fürs Hosten und Enzoron, auch dir, Dankeschön fürs... was ist das denn? Beschleunigungserweiterung. Ein Modul, das weitere Fernkampfausrüstung und Rüstung im Replikator freischaltet. What? Oh, okay. Damn. Mach ich mal gerade? Das mach ich mal gerade. Clone Sheep, ja, das kenne ich noch. Und Alkohol 120% kenne ich auch noch. Oder E-Donkey. Ja, E-Donkey kenne ich auch noch. Da habe ich früher, bin ich ganz ehrlich, habe ich früher auch so viel runtergeladen. Echt? Ich habe da nie was gemacht. Das war mir immer zu unsicher irgendwie. Manipulator Add-on. A module that adds additional high-tech combat equipment and armor to the replicator. Wow. Pixeldrucker? Diese Maschine kann Pixel in fast jede Form drucken. Hä? Ist ja voll geil. Okay. Okay, und wir brauchen nur noch kristallinen Erchus-Treibstoff. Flipsmaster, dankeschön. Ich brauche noch 15 Treibstoff. Die hole ich mal schnell aus dem Dingens. Naja. 15 Treibstoff. Wo sitzt denn der Tobi eigentlich gerade? Hier im Holz. Alter, I. Wir haben jetzt einen Dödel da. I. Bei dem armen Tier, Alter. So. Ach, da bist du. Du hast mich ja beobachtet, du Schelm. Ja. Ich bin ein Forscher. Ich habe Forschungsklamotten an. Huch, das wollte ich gar nicht. Neuroblazer, vielen Dank. So, hier brauche ich 15 noch dazu. Wo sind denn hier? Ach, da sind sie. So. Okay. Mit dem Pixeldrucker kannst du gegen Pixel alle Gegenstände herstellen, die du gescannt hast. Den brauchen wir, Tobi. We need this. And we need this now. You're in the army now. Solano, danke schön. Alter, oh, eine Frau.
Ich komme. Oh, ist das furchtbar. Es ist so furchtbar. Alter. So, Entschuldigung. Ah, Quantum Space Allocator ist fertig. Ja. Oh Gott, der dauert lange herzustellen. Alter. So, boah, der dauert aber echt ganz schön lange, bis er fertig ist. Separator Add-on, was macht denn der? Melee Equipment noch weiter, okay. Was denn? Was war das? Hast du es gehört? Ja, was war das? Das ist mein Fuß, der geknackt hat. Dein Fuß? Fuß, C, ja. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich will nicht wissen, warum, oder? Ich habe den so nach oben geknickt halt, also nach unten, nicht nach oben. Okay, Tobi? Ja? Oh. Kommst du mal kurz? Starbound funktioniert nicht mehr. Okay. Das Problem ist abgestürzt bei dir? Aufgrund eines Problems nicht richtig ausgehört. Das Problem wird geschlossen. Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. Das ist liegt es vielleicht daran, dass ich das Ding gerade gebaut habe? Ich probiere nochmal zu connecten, warte mal. Und bei mir kam gerade eine Airhues-Meldung, dass angeblich jetzt ein Geist unterwegs ist, aber bei uns auf dem Heiligen Planeten. Was? Merkwürdig ist. Ich hoffe, da kommt nicht wirklich einer. No Sim, dankeschön. Das wäre doof, wenn da jetzt einer käme auf dem Heimatplaneten. Das wäre lästig. Ich sehe aber auch keinen. Du kannst mich nochmal einladen, wenn du magst. Ah ja, natürlich, natürlich. I would try to connect again. Oh, jetzt habe ich Valkuro eine geschickt. Geht natürlich auch. Was spielt der? Spielt er mal auf Skyrim? Ja. Der spielt gerade Elder Scrolls, ja. Sehr gut. Bester der wird sich Mann. Ja wundern. Der wird sich ja wundern, ja. Thomas, Daumen nach oben. So, Doofkopf connected. Juhu. Nein. Alles klar. Disconnected, hä? Ja. Exception caught in client main loop object. Exception no such object named quantum space allocator. Probieren nochmal gerade. Ja. Und dann baue ich die Maschine vielleicht nochmal ab. Aber das kann ja eigentlich... Du hast mein Spiel gefickt. Ja, das ist recht. Muss ich mich noch einmal einladen oder kann ich das den nachschauen? Das ist recht. Ja, okay. Ah, okay, das ist noch nicht. Ja, Gronkh spielt zurzeit auf keinem Spielserver, alles klar. Ja. Achso, kannst du nicht nachjoinen? Nee. Alles klar, also zum Spiel einladen. Pan spielt DayZ? Ah. Wer? Pan? Ja, kann sein. Okay, okay. Das macht die ja so gerade. Macht die öfter gerade in letzter Zeit so, ne? Gronkh, er hat die Mod nicht. Hä, ich hab doch das Mod-Paket installiert. Habe ich bei der Mod eine Mod vergessen, die da nicht mit drin ist? Ne, ich hab die eigentlich alle aus dem... Ne, ich bin wieder rausgeflogen. Quantum Space Allocator. Hat er nicht gefunden. Aber ich hab doch alle Mods im Modpack eigentlich. Du hast ja vorhin noch... Genau, du hast vorhin ein Update gemacht. Ja, naja. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie die Mod heißt auswendig. Wahrscheinlich Quantum Mac-Dingens da, oder? Warte mal, ich guck mal kurz, ich bin da. Ich schau mal kurz bei Steam im Workshop. Starbound Valley. 30 Unique Crops, alles klar. Workshop, ja, das ist wirklich meine E-Mail-Adresse, Steam. Oh Gott. So. Bist du dir Starbound, wirklich sicher? Starbound. Das fragt ja wirklich immer. Mhm. Du kannst bestätigen, so oft du willst, es bringt aber nichts. So, Starbound. RPG Growth, gefällt mir auch. Einmal habe ich es abonniert. Neueste Cool Quests. Kann ich bei mir gucken, welche ich installiert habe, welche Mods? Abonnierte Objekte. Okay, ich schau mal ganz kurz. Pocket World Mod. Kannst du mal im Workshop kurz die Pocket World Mod suchen? Ja. Die müsste es nämlich eigentlich sein und die müsstest du eigentlich auch abonniert haben, normalerweise, weil die müsste eigentlich, hoffe ich, im Pack sein. Jetzt muss ich gucken, wie war das? Workshop? Genau, dann nach Starbound suchen. Ah ja, richtig. Starbound. Ja. Und dann, Kollektion. Ah ne, ich kann einfach eingehen. Genau, such mal direkt nach der Pocket World Mod. Keine Objekte gefunden. Okay. Hä, Pocket World Mod? Ich hab Pocket ein. Ja. Pocket Universe, Pocket Server. Hä, aber...
Suchst du gerade nach Modpacks oder nach Mods? Warte mal, Pocket World? Ist abonniert. Pocket World ist auch noch drin. Ah, hier. Ja, genau. Hast du abonniert? Nö. Müsste eigentlich abonniert sein bei dir. Nö. Nee? Tobi, dankeschön. Oh, dann abonnier mal. Ich füge die vielleicht mal dem Modpack hinzu. Die müsste aber mit dabei gewesen sein, normalerweise. Interessant. Ich glaub nicht, ne? Okay, hat er das jetzt schon runtergeladen? Ich glaube schon. Okay, zur Kollektion hinzufügen. Geißel der Galaxis, okay. Ausmachen. Ob ich das vergessen habe? So, Spur. Strange. Okay, sag Bescheid, ich lade dir ein. Yes. Okay. Turbinator. zu Spieler. Ja. Alles klar. Ja, alright, invite me. Hab ich doch. Hast du gekriegt? Ja, ne? Ja, ich join. Okay. Super. Das müsste klappen. Ich hoffe, dass das klappt. Super. Ding. Hi. Ich kann es bitte wieder nicht funktionieren. Ich komme aus Polen. Okay, was ist das? Ich bin eine Katalogbraut. Ja, okay. Your own Pocket World. Soll ich mal. Man drückt drauf und beamt sich dahin, aber ich habe Angst. Ich mach mit. Hast du schon gebeamt? Tschüss. Was soll schon passieren? Hallo? Und was macht man hier jetzt? Eine Farm? Ich dachte, das wäre einfach eine Welt. Okay, aber die Welt kann man in der Pocket mitnehmen oder wie funktioniert das? Okay. Man kann von hier zum Schiff, das ist ganz gut. Hä, das ist doch voll sinnlos. Also man kann da, ich glaube, man kann da tatsächlich irgendwie was machen. Also man kann sich, glaube ich, eine ganze Welt reinbauen, habe ich das Gefühl. Aber man muss das selber erst bauen. Alles. Trichtertyp, dankeschön. Ah, okay. Ich habe mir das ehrlich gesagt anders vorgestellt. Ja gut, du kannst ja theoretisch ein ganzes Lager hinbauen, ne? Und dann kannst du das von überall auch, da kannst du von überall drauf zugreifen. Das stimmt, das wäre vielleicht ganz cool. Wenn man da wirklich die Lagerräume baut und sowas, das wäre vielleicht ganz cool. Und sich keine dumme Sache. Ja. Und ja, ich weiß, es gibt eine Konsole noch dazu, mit der kann man die Welt einstellen. Vielleicht gucke ich da mal, aber ich glaube, da kann man sowas wie Gravitation und sowas ändern. Ja, mal schauen, ob wir das jetzt so unbedingt brauchen, weiß ich nicht unbedingt. So, Pocket World Console, dafür brauchen wir 50 Kupferkabel. Mach ich mal ganz kurz, habe ich Kupfer noch dabei? Bist du noch da drin? Ja, ich muss dir gerade eine Freundschaftsanfrage schicken. Die ist schon immer drin. Ach so. Alles klar. Ablehnen, so, fertig. Alter, dieses Bild da oben einfach. Welches Bild? Oben links. Was habe ich jetzt erst gesehen? Ich finde das schön, Tobi. Ja, ist wunderschön. Du bist echt ein hübscher Bursche. Was spricht denn dagegen jetzt? Dein Gesicht. Ach so. Hier sind nur Klickern irgendwo. Das macht mir echt Angst. Ich brauche schon wieder. Bin ich hier? So, Pocket World Console. Dauert auch ein bisschen zum Herstellen. Endlich ein Darkroom für Gronkinator. Was? Ich war mal eine schöne Prinzessin. Bei Tags ist es so, bei Nacht ganz anders. So. Zeigst du dein wahres Ich? Ja, genau. Ich sehe, du kennst das. So, jetzt haben wir eine Konsole. Bei mir ist gerade alles eingefroren. Oh. Tobi, läuft's bei dir noch? Ja, noch schon, ja. Okay, bei mir ist gerade alles eingefroren. Ich habe auf die Konsole gedrückt. Oh ja, ich kann nur die Gravity einstellen. Na, großartig. Hat aber lange gedauert. Okay.
Wenn du Eier hast. Springst du mal rechts runter? Bist du schnell hochgebeamt? Hm? Wie? Was meinst du mit schnell hochgebeamt? Bist du mir jetzt plötzlich von einem Pfeil auf dem Ausrufezeichen gegangen da oben? Hä? Ich bin tot. Hast du gehört? So, ich glaube, ich esse mal was. Hier im Nichts, wo ich gerade bin. Ah, die Konsole muss in die Pocket World. Hat jetzt die Gravity auf der Homeworld geändert? Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Alter, wie schnell hier alles geht gerade. Die Gravity hier kann man nicht ändern, oder? Nein, das ist normal. Okay, die Konsole muss in die Pocket World. Alles klar, dann machen wir das später. Das mache ich nicht jetzt. Jetzt müssen wir leider erstmal... Oh Gott, ich habe schon wieder lauter vergammeltes Essen hier im Inventar. Oh, Tomaten. Was machst du aus den Tomaten immer? Ja, gebratene Tomaten oder wie auch immer. Okay. So. Oh, Alter, diese Legs. Wir müssen... Das nächste Mal sollten wir die Farm unbedingt umziehen, oder? Was sagst du? Ich würde sagen, Farm umziehen und Story ein bisschen machen. Das klingt doch gut. Ja, das ist ein guter Plan. Das mit der Story hat doch Spaß gemacht. Ja. Auch wenn es schnell ging. Du kannst nichts mehr aufnehmen. Die Karotten sprießen aus dir raus. Ja. Moment. Gleich kann ich sie wieder aufnehmen. Jetzt nehme ich sie wieder auf, glaube ich. Okay. Ich habe immer erstmal keinen Platz und dann, wenn die aber alle durchgeröstet sind, dann habe ich wieder genug Platz im Inventar. Ist erstmal Durchmarsch und dann plötzlich wieder so ansaugen, ne? So. Ja, genau so mache ich das immer. Funktioniert aber ganz gut. Boah, Alter. Wäre eigentlich cool, wenn man die Gravity in der Homeworld verändern könnte. Das wäre ganz cool. Das wäre schön. Oh ja, wir haben ja pünktlich uns. Alter, ist schon zwei? Ja. Oh, krass. Ich mache auch noch die Tomaten hier eben fix fertig und dann. Hallamarsch! Ja. Oh Mann, schade. Man will dann eigentlich wieder weiter spielen direkt, ne? Ja, das stimmt. Verdammt. Und wir machen auch heute pünktlich um 12 Schluss. Ist doch Montag, damit Leute morgen früh zur Arbeit können. Ja, eben. Ne? Das war ja der Grund. Ja, das machen wir ja immer so. Genau. Die Leute das funktioniert auch ganz gut. Ja, das funktioniert auch ganz gut. Und dann ist es ja wirklich für die Menschen einfach, ne? Man ist ja menschlich. Das ist ja menscheln untereinander. Ja, es ist auch echt so. Also. No question. Also. No questions asked. No questions. Questions asked. So. Oh Gott, ich muss erstmal verkaufen. Vor allem muss ich die Samen erstmal irgendwo ablegen. Wir brauchen dringend eine Samenbank. Was? Ja, zum Einpflanzen, Tobi. Für die Sachen zum Einpflanzen. Also. Voila, was bist du für ein Hässler, ne? So. Weißt du, was ich immer noch mir wünsche? Hä? Ein Jetpack. Ja, stimmt. Ob es sowas gibt? Bestimmt. So. Hast du das jetzt um die gebratenen Tomaten losgeschickt? Ja, was soll ich machen? Ich dachte Tomaten, ich wusste nicht, wie lange dauert. Du musst Ansage machen, Bruder. Okay, Mais haben wir auch wieder eine Menge, das ist sehr gut. Alter, wie viel bringt das Essen denn bitte? Geil, ne? Voll krass. Ich sag's dir, wir werden reich mit unserem geilen kleinen Markt hier. Wo kann ich die Pixel nochmal pressen? Das war so, hier unten. Dave the Crave, dankeschön. Da ist in dem einen Labor, glaube ich, ist links so ein Pixelpresser, der mit dem Laufband daneben oder was immer das da ist. Deine königliche Stube da oben läuft voll. Wie läuft voll? Da regnet's rein. Hä, die ist doch dicht? Nein. Eigentlich. Die königliche Stube? Ja. Ach, du meinst die Dachterrasse? Ja, und das tropft in deinen... Aber das ist doch dicht. Da kann nichts reintropfen. Da guckst du doch auch. Ich kann nicht. Ich mach grad Backkartoffeln, Tobi. Für die Menschen. Und dein Huhn hängt übrigens die ganze Zeit am Fußball und schläft da. Unfassbar. Er chillt seine Base. Ich sehe schon. Wo hast du die Pixel-Dinger gelagert nochmal? Die sind in der Truhe in meinem Schlafzimmer. Ach ja, natürlich.
Wo soll denn auch sonst sein, Tobi? Entschuldigung, aber ich finde das lustig. Mhm. Du doch auch? Tobi ist doch ein echter. Na, dann Schlafzimmer säuft bald ab. Ja, weil ich bin auch ein Pferd, Alter. So. Boah, wie lange es hier dauert. Pferd muss kochen. So. PC-Spickers, Dankeschön. Tobi, wie gehst du mit Pferden um? Was? Ist das deine Art, mit Pferden umzugehen, Tobi? Ja, ist klar. Das deine Art? Ach so. Oh, gut, wusste ich nicht. So. Eine schöne, okay. Mailänder Salami gehört geräuchert. So. 5482 Pixel und ich habe sowieso schon 21 auf Tasche. Komm mit. 1000. Alter, das mit dem Sonnenaufgang sieht echt geil aus. Ja, das sieht geil aus. Da müssen wir, also vielleicht haben wir mal eine Dachterrasse. Ja. So. Ja. Hä? Was machen die alle? Ja. Hä? Was? Achso. Ich muss das mal Pixel pressen. Oh. Hm? Scheiß drauf, dass das Ding absäuft. Hä? Säuft ab? Da muss ich gleich mal gucken. Brauche ich was vergessen? Weiß ich nicht, aber das hier oben ist, das ist diese Wasserpfütze, ist doch nicht gewollt, oder? Vielleicht bin ich ausgelaufen nachts. Kann ja sein. Ja, so wie du aussiehst, bestimmt. Ja, ich nehme das als Kompliment, danke. So, 140.000 Pixel haben wir jetzt hier oben in der Kiste. Und mehr noch. Ossi, danke schön, Ossi. Ich habe wahrscheinlich einen Glasblock vergessen, oder? Was anderes kannst du ja... Oder? Ach, hier oben regnet es bestimmt... Regnet es durch den da durch? Ja, das kann sein. Von da oben hat es, glaube ich, runtergetropft. Boah, das ist natürlich nicht so gut. Da muss ich da Holz drüber machen. Ja, schade. Ja, da muss ich Holz drüber machen. Das ist natürlich scheiße. Okay, Holz. Da kann ich auch... Ehrlich gesagt kann ich dann gleich... so machen. So. Was denn? Beste Idee ever vom verdammt. Hätte ja klappen können. War das Radio jetzt da hinten? Mist, ich weiß es gar nicht mehr. Full Metal! Dankeschön, Full Metal! So. Okay, aber das Wasser unten läuft wenigstens ab. Das ist ganz gut. Das ist cool. Das sickert einfach ins Holz ein, damit das schon durchschimmelt. Ja, das ist geil. Das gefällt mir gut. Ach ja. Eine ganze Reihe Glasblöcke oben am Fenster. Nee, die sind drin. Die sind drin. Guck mal, es regnet gerade und es regnet nicht mehr rein. Alles gut. Ist gefixt. Wir haben auch eine coole Badewanne gewesen. Theoretisch... Ein Pool, Tobi. Ein Pool. Der fehlt uns auch. Wir brauchen einen Pool. Am besten auf der Dachterrasse. Ob das da geht, ich weiß es gar nicht, weil da müsste man da drunter eigentlich, der Pool müsste ja da drunter in die Etage mit reingehen. Also du hast natürlich schon recht, aber wir müssen gucken. So als Aquarium? Oder vielleicht mehr so ein Whirlpool. Nicht ein Swimmingpool, sondern so ein Whirlpool. Ein einfach, Jacuzzi. Wo man sich ein bisschen reinsetzen kann einfach. No. Ja, das ist geil. Und dann abends nochmal schön ein Säckchen schlürfen oder was man so mit Jacuzzi trinkt auf der Dachterrasse, ich habe keine Ahnung. Ihr kennt euch ja vielleicht besser aus. Ja, German, wie hieß der? German, egal.
German egal, ja, ist auch mein liebster Favorit im Radio. Das, was Dry vorhin gepostet hat. German, keine Ahnung. German Sparkle Party oder so? Ja, genau. Ich weiß es nicht. Anderes Wort für Jacuzzi Party. Ja, 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 ja. Oh, die Lumen. Oh, die Lumen ist schon eine Weile weg. Lumen, schlaf schön. So. Oh, der Dry ist jetzt ganz alleine. Der Dry-Teak ist ganz alleine. Der arme Dry-Teak. Dass die Mods unter der Woche immer schlafen gehen müssen, verstehe ich nicht. Die machen auch nichts mehr für nichts, ne? Nee, ist traurig. Also ganz ehrlich, man, für 0 Euro können wir wenigstens mal ordentlich reinhauen. Weißt vor allem Reputation, Alter. Ja, ja, das kann man nicht später alles in die Bewerbung schreiben. Das ist wirklich bitter. Ja, eigentlich ja. Immer Zeit, dass jemand eine Switch irgendwie, ne, und so. Ah, Tobi, ich hab gehört, du machst jetzt Gewinnspiel mit 2 Switches, ne? Ja, und mit 2 Bitches. Ja, auch geil. Channel abonnieren, masturbieren, alles dabei? Ja, natürlich. Alles inklusive. Okay. Das finde ich sehr gut. Schwingt die Keulen. Da wird noch ordentlich gehobelt. Ich verabschiede mich jetzt hier virtuell von dir schon mal und gehe raus. Alles klar, okay. Tobi, dann vielen Dank schon mal, ne? Achso, virtuell. Ja, ich gehe dann auch raus, glaube ich. Ach, der Tobi ist schon raus. Ja, ich feiere gerade noch ein bisschen.